Das war kein besonders guter Anfang der US-Berichtssaison mit den Zahlen von JP Morgan und Citigroup und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Beide Unternehmen haben besser berichtet als eigentlich erwartet, aber es ist einfach das Problem, dass erstens die Kurse der Aktien schon vorher stark gestiegen waren und zweitens etwa bei der Citigroup die Zahlen besser ausfallen aus den falschen Gründen, eben weil man Kosten eingespart hat, weil Einmaleffekte da waren und bei JP Morgan war besonders auffällig eben das schlechte Trading-Geschäft auf der einen Seite, auf der anderen Seite bei beiden Banken eben, dass das Kreditwachstum sich doch deutlich abschwächt und dass vor allem die Kreditausfallraten ziemlich deutlich nach oben gehen. Das sind so Dinge, die man dann nicht so gerne hört und wir haben dann eben gesehen, dass vor allem Citigroup abverkauft wurde mit über 3% im Minus, JP Morgan etwa 1% im Minus. Also man hat das erstmal weniger genossen hier, wie diese Banken berichtet haben, hat sich das dann genauer angeschaut und hat dann gesagt, okay, naja, so toll ist es nicht. Gleichwohl, die Wall Street hat wieder mal so einen typischen Tag gestern hingelegt mit minus 0,1%, minus 0,15% diesmal. Also es sind diese minimalen Veränderungen der Indizes zum Vortagesschluss, die weiter anhalten, nur diesmal mit einem Minusvorzeichen gestern. Wir hatten ja diese Erzeugerpreise, die in der Kernrate, also vor allem ohne Energie, stark nach oben gegangen sind. Und das ist eben genau der Punkt, die Energiepreise sind stark gestiegen. Deswegen ist die Inflation wohl auf dem Vormarsch in den USA und das dürfte die Fed dann bestärken, eben im Dezember wirklich zu agieren. Der DAX gestern mit der 13.000, er hat es endlich geschafft. Wir haben jetzt, wenn wir uns die asiatischen Vorgaben mal anschauen, durchaus eigentlich freundliche Vorzeichen. Wir sehen den Nikkei sogar über 1% im Plus, nachdem viele Unternehmen ganz ordentliche Zahlen vorgelegt hatten. Wir sehen jetzt den höchsten Stand des Nikkei seit 1996. Auf der anderen Seite allerdings Kobe Steel, dieses Unternehmen, das da ein bisschen manipuliert hat, so eine Art Siemens. Geschichte, die sind weiter unter Druck, verlieren über 8%. Wir haben Shanghai und Hongkong wenig verändert, leichte Plusvorzeichen. Nachdem hier vor allem die Importe deutlich stärker gestiegen sind in China, während die Exporte unter der Erwartung lagen. Also China ist jetzt auf dem Weg, immer mehr zu importieren. Der Handelsbilanzüberschuss, der sinkt weiter, so tief wie seit März nicht mehr, eben weil mehr importiert wird. Und wir haben Australien mit 0,42%. Schauen wir uns mal die Daten an. Dann sehen wir, da ist heute durchaus Gewichtiges, nämlich erstmal die Verbraucherpreise aus Deutschland, HVPI. Wir haben dann 14.30 vor allem die Verbraucherpreise aus den USA. Das wird wichtig. Gestern auffallend, dass die Märkte nur wenig gezuckt haben, eigentlich angesichts dieser deutlich höheren Erzeugerpreise. Aber die Märkte tendieren dazu, die Verbraucherpreise ernster zu nehmen, stärker zu gewichten und da dürfte eben auch heute möglicherweise eine Überraschung nach oben anstehen. Man erwartet plus 2,3% zum Vorjahresmonat. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da mehr kommen wird und dass man eben da wieder mal die Folgen eben der Hurricane sieht, die dann eben die Energiepreise nach oben gezogen haben. Das dürfte heute wichtig werden und dann auch die Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Erste Veröffentlichung für den Oktober. Wie schaut es also aus mit der Laune der Amerikaner? Wie schaut es aus? Und die Uni Michigan fragt ja immer sehr genau, bist du Anhänger der Republikaner oder der Demokraten? Wie ist deine Stimmung? Das ist immer sehr interessant. Und wir haben dann die Bank of America, etwa 12.45 Uhr und Wells Fargo, dann 14 Uhr Bank of America. Ja, seit der Fusion mit Merrill Lynch wahrscheinlich die besten Analysen, die man am Finanzmarkt finden kann. Extrem gute Umfragen, die man hier macht. Aber Bank of America, eigentlich eine eher solide Bank. Durch Merrill Lynch ist man so ein bisschen auch in das Investmentgeschäft gekommen. Und Wells Fargo, die ja einen mittelgroßen bis sehr großen Skandal hinter sich haben, eigentlich ein ziemlich traditionelles Bankgeschäft. Da wird man besonders auch gucken auf, wie schaut es aus mit Krediten, wie schaut es aus mit Kreditausfallraten. All das bei finanzmarktewelt.de heute. Wir haben ansonsten so ein bisschen Verwunderung des Marktes, dass Donald Trump gestern John Taylor interviewt hat, zusammen mit Mnuchin. John Taylor, Sie kennen vielleicht die Taylor-Regel oder die Taylor-Rule, die praktisch besagt, dass
wenn die Inflation höher ist, die Zinsen angehoben werden müssen. Wenn sie niedriger ist als der Zielwert der Notenbank, dann müssen sie gesenkt werden. So um und bei, das ist eine sehr komplizierte Geschichte, hier sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt. Jedenfalls wäre das für die Märkte nicht so wahnsinnig berauschend, denn dann könnte es sein, dass diese Nullzinspolitik endet, indem praktisch so eine Art Regel eingesetzt wird, wenn John Taylor hier neuer Fed-Chef würde, da die eben dann die Märkte durchaus nicht mehr so bequem davon kommen lassen würde. Wir haben jetzt mehrere Kandidaten, wir haben John Taylor, wir haben Kevin Warsh, wir haben Jerome Powell, wir haben auch noch eine Janet Yellen, die vielleicht noch nicht ganz weg vom Fenster ist, ich meine ja, aber offiziell noch nicht, und wir haben Gary Cohn. Das sind die fünf ersten Namen, die sozusagen hier zur Disposition stehen. Schauen wir uns mal die Charts an. Was passiert da? Da sehen wir den DAX, wie er sich gestern präsentiert hat, 12.975. Hier dieser kleine Spike über die 13.000er Marke. Es ist ziemlich ruhig in letzter Zeit nach diesen starken Anstiegen. Wir haben den S&P 500 bei 2.551. Gestern kein neues Allzeithoch, es hat nicht ganz gereicht. Wir sehen derzeit irgendwie so einen Stillstand an den Märkten. Es geht nichts voran so wirklich. Wir haben den Dow Jones bei 22.859, den Nasdaq bei 6.077. Was macht der Euro? Wir haben die Gemeinschaftswährung bei 1.1843. Heute Nacht wieder mal so ein Insiderbericht, wonach die Notenbank ab Januar dann das QE reduzieren wird zwischen 25 und 45 Milliarden Euro pro Monat. Also eine deutliche Reduzierung von derzeit 60 Milliarden. Der Euro hat darauf erstmal wenig reagiert. Wichtiger vielleicht im kurzen Zeitfenster war gestern eine sehr, sehr starke Anleiheauktion der USA. 30-jährige Anleihen hat man da verkauft. Dadurch dabei eine extrem gute Nachfrage, vor allem aus dem Ausland, gehabt, so stark wie seit 2-3 Jahren nicht mehr. Und das ist normalerweise durchaus auch ein Einflussfaktor auf den Devisenmarkt. Es zeigt, dass man hier also wieder in Anleihen geht seitens der Investoren. Man scheint also so ein bisschen sich zu sagen, okay, am Aktienmarkt ist vielleicht ein bisschen viel eingepreist. Wir schauen mal, ob wir nicht etwas länger laufende US-Anleihen kaufen. Das hat dazu geführt, dass diese starke Nachfrage hat dazu geführt, dass die Zinskurve in den USA so flach ist wie seit dem Zeitpunkt des Eintretens der letzten Rezession. Das nur am Rande. Schauen wir Dollar-Yen an. Der bewegt sich wenig, 112,18. Wir haben das Gold bei 1295. Heute Bitcoin übrigens vollkommen wieder extrem nach oben geschossen. Wir sind bei 5.800. Unglaublich, wir haben Silber bei 17,25 $ und Öl bei $50,90. Nachdem vor allem gestern die Benzinlagerbestände stark gestiegen sind und die Internationale Energieagentur gesagt hat, ja, diese Ausbalancierung des Marktes, die wird erst wohl nächstes Jahr dann kommen. Also man verschiebt das Ganze so ein bisschen nach hinten. Was wird jetzt beim DAX kommen? Große Frage. So richtig bewegt er sich nicht, so richtig tut sich nichts. Wir dürften reinkommen so bei 12.985, 12.990, 10 Pünktchen höher, und dürften dann angesichts der guten Vorgaben aus Asien vielleicht nochmal uns die 13.000er Marke anschauen, vielleicht ein bisschen drüber gehen, aber ob heute so die ganz große Bewegung kommt, werden wir sehen müssen. Achten Sie heute auf die Verbraucherpreise 14.30. Ich wünsche erstmal einen guten Start in den Freitag. Bis dann, ciao. We'll be right back.